Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. So, zurück in Kiowaschat. Könnte ich mal den Quest hier verfolgen? Wie ist er denn? Hier drin? Eisiger Keller? Mal schauen, um was es hier geht. Da ist auf jeden Fall irgendjemand, der da quatscht. Ja, kann ich aber nicht unterbinden. Ja, da liegt der Bub vom Papa. Komm, mach mal voran jetzt hier. Okay. Jetzt let's go. Ich helfe ja gerne. Naja. Cathedral's normal method is to burn the person possessed. Some of the clergy can be eager in their reading of the scriptures. That won't happen here. Los, tu es. Halt nur. Und lasst euch nicht stören von irgendwie, keine Ahnung, 10 Okkultisten. Also ich meine, von einem Okkultisten, der 10 Skelette mit dabei hat. Father Inarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Ach, schneller, schneller, schneller. Wir haben keine Zeit. This child belongs to me. Angels above, my son. Let the light push out the darkness hiding within this child. Father, force this demon out. Your mewling has no power here. Endlich geht's los. His soul is mine. Father, protect this child with your grace. I command you to flee this body. No. No. Mei, war der jetzt schnell kaputt, hä? Ja, konntest du hören oder nicht? Sag halt was. Jetzt. Mei. Ja. Endlich. You're welcome. I'm sure I will see you at the next service, yes, Peter? Right in the front pew? Of course, sister, of course. Let's give me a moment. Speak to me outside. Yep. Na dann, speaken wir mal outside. Ja, ich weiß. So, jetzt aber los. Jetzt habe ich wieder irgendwas eingesteckt. Galgenrebe und heilen das Ding und Belohnung verfügbar mit Tab. Einfordern. Noch ein fertig. Naja, den habe ich glaube ich schon. Ja, doof. Ah, plus 80 Max Obolusse. Gut. Dann ist jetzt hier erstmal alles erledigt. Was aber hier natürlich noch unentdeckt ist, ist der ganze Gebiet hier. Dann würde ich mal sagen, dass wir das mal versuchen zu entdecken und dann können wir immer noch in den Süden runter. Einfach jetzt hier geradeaus raus aus dem Haus. Eiderdaus. Nochmal. Ich fange sich das Reiben an, keine Angst. So. Die westlichen Wege.
Es ruckelt ein bisschen auf den westlichen Wegen. Und da ist auch ein Event. Den machen wir natürlich. Weil wir hätten gerne Obolusse. Jede Menge Obolusse. Das wäre schön. Irgendwas mit Frostschwingen. Von mir aus. Wespen sind auch mit dabei. Na, wunderbar. Da kommt jetzt irgendein... Aglia-Feuerschlund-Typi. Vier von fünf Wellen. Wenn ich wüsste, wo noch einer ist, würde ich ja noch mehr Wellen machen, aber... Fünf von fünf Wellen. Ja. Anständige Wellen gemacht, aber leider kein weiteres legendäres Item für den... Dingsbums-Beschwörer. Ich versteh's gerade nicht, wenn ich das mit der linken Maustaste anklicke. Ach du Scheiße, das ist doof. Das ist doof. Ja. Kann man gerade nichts machen. Haben wir das jetzt hier aufgedeckt, müssen wir da vorne mal nach links. Weiterhin auf den westlichen Wegen. Und da war der Rubberband wieder. Dann wollen wir doch mal da schauen. Ach, war das dann vielleicht doch kein Spieler, der da geritten ist, sondern sind das NPCs, die da halt zufallsgesteuert durch die Gegend rennen? Kann sein. Ein weiterer Event. Was kann der Event? Grabenfußlager. Im Moment ruckelt der Event nur. Oh, ich habe einen Punkt zu vergeben. Ja, da war doch die Idee, dass ich hier... Wenn die unberechenbaren Skelette von Armee der Toten explodieren, besteht eine Chance von 50%, dass sie eine Leiche hinterlassen. Das klingt gut. Also der Event ist ja hier, aber es sind keine Gegner da. Ah ja, doch. Jetzt. Warte, was? Ah ja. Ja, voll.
Silver? I don't believe this. Okay. Schön. Dann ist es ja jetzt over. Dann können wir mal da in den Nordwesten bitte gucken, was denn da noch so zum Erforschen gibt. Weil da noch irgendwie ein Fog of War ist. Ja, hier gibt es nochmal für den Jäger was. Und hier mit der Zersetzungsgeschichte. Hier oben gab es noch was, oder? Wo man mal gucken könnte. So, meine Freunde. Und eine Spinne ist auch noch. Ja, sehr schön. Da könnte man noch mal schnell das kleine Belieschen machen. Sozusagen der Vollständigkeit halber. Ist halt doof, wenn der Ladescreen länger dauert als der eigentliche Content, der dahinter liegt. Übertreiben, klar. Ein bisschen Verhältnis von Content zu Ladedauer. Ah, dankeschön. Schon bin ich auch wieder raus hier. Dann lädt's halt schon wieder, gell? Warum eigentlich? Dann geht es hier hoch. Kurze Kletterpartie. Melnix Hügel und dann haben wir auch hier alles entdeckt. Da können wir dann noch schnell hochlaufen zum zornigen Phantom. Wir können sie auch bleiben lassen, also. Gut, dann haben wir da eigentlich alles soweit aufgedeckt. Hier den gesamten oberen Bereich. Bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, hier unten, da bin ich noch unzufrieden. Aber wie kommt man da am schnellsten hin? Indem man hinläuft, okay. Das ist natürlich ein Argument. Ich hätte auch machen müssen, hilft da alles nichts. Ich will mehr oder minder sozusagen hier rein. Ja. Er sagt, kürzester Weg ist da lang. Na gut. Da liegt noch ein roher Topaz. Den nehmen wir natürlich mit. So, reines Gelaufe sollte ja schnell gehen. Jetzt kein weiter Weg. Oh, die sind vom Himmel gefallen.
Hat's auf jeden Fall ausgeschaut. Ja, das ist jetzt keine ideale Lösung, dass ich da auf der 1 den Skelett-Herbeschwörer habe. Auf der 1 habe ich ja nicht, sondern auf der linken Maustaste habe ich ihn. Weil er sich schon anders verhält als erwartet. Vielleicht muss ich dann doch tatsächlich die... Ich möchte mich auf jeden Fall bewegen und sonst nichts anderes machen, Taste. Mit irgendwas Schönem belegen. So, ist nicht mehr weit. Da ist noch eine kleine Gruppe von netten, niedlichen Einheimischen mit langen Hörnern. Und dann sind wir auch schon da in dem Gebiet des... Oh ja, das ist der mehr oder minder Eingang vom nächsten roten Bereich. Naja, komme ich gar nicht rein. Nostrava darf ich nicht. Wenn das mir aufdecken würde, wäre ich happy. Tut er aber nicht. Ja, da bin ich. Ich darf auch nicht mehr weg. Skelette gehen einfach durch. Wenn ich jetzt hier links rum, außen rum gehe, komme ich dann da besser hin? Gute Frage, nächste Frage, wahrscheinlich ja eher nicht. Hirsche gibt es hier, Hirsche. Abstaub. Da wäre jetzt ein Event. Könnte ich noch mal ein bisschen... Obolusse sammeln. Was macht der Event? Ja gut. Es ist irgendwie ein Problem hier, dass dann, wenn ich die Typis hier sammle, dass ich dann Sachen nicht anklicken kann.
Tja, entrinnen. Was auch immer entrinnen ist. Gut, nein, ich muss natürlich nach unten. Und jetzt habe ich schon wieder 130 leckere Obolusse. Könnte ich mir schon wieder ein bisschen was kaufen, mit etwas Glück, etwas Legendary kriegen und dann damit Stützpunkt in der Nähe, in Ostrava. Aber auch hier, doch hier schon, hier kann ich jetzt wenigstens rein, auch wenn ich den Event oder was auch immer das jetzt ist, nicht machen will. Aber ich habe es schon mindestens mal aufgedeckt. Oder will ich es doch machen? Weiß es nicht. Kann ich es machen? Untersucht das Dorf. Ah, also das Dorf untersuchen, das kann ich. Es gongt und glockt. Ja. Geht zur Tür rein. Und da ist dann irgendwie die Priesterin gerade im Gange. Oh je. Okay. Na dann. Das war jetzt schon mal nicht so schlimm. Klar, ich krieg noch irgendwie hier was ab. War's das jetzt? Nein. Geht's erst richtig los. Versuch die Häuser. Da sind keine Häuser. Wo sind denn die Häuser? Oh. Ein Unterdrücker. Versperrte Tür. Dämonen-Totems. Na dann. Get out of my house. Nee. Mach ich nicht. Get the out of my house. So get the ein in this house. Nochmal. Müsst ja gleich noch da, wenn ich wieder rauskomme, oder? Oh, hier ist jetzt der Boss. Ah ja. Gut. Dann schauen wir mal, was der so kann. Ich hab doch den Boss jetzt nicht gekillt, oder? Der ist verschwunden. Der war doch da, der Boss, aber dann ist er weggebeamt, oder?
Wie muss ich mir das vorstellen? Na ja, geil. Da oben ist noch ein Marker. Vielleicht kommt der ja nochmal. Ja, da ist Thorvala wieder. Noch ist Thorvala da, ich kann sie sehen. Jetzt ist sie weg. The bells again! Ja, da war irgendwie ein Durchgang. Und da ist ein Altar. Und ich kriege Intelligenz nochmal um 2 erhöht. Das ist ja wunderbar. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo die Glocken läuten. Und gucken da mal nach dem rechten. Weil vielleicht haut sie da mal nicht ab, die gutste Negala. Na doch, sie haut ab. Oh, kommen auf einmal 3. Wollen wir uns mal auf eine konzentrieren hier. Ja, dieses Dunkel machen finde ich doof. Auf eine konzentrieren. Das ist nicht so einfach. Die beamen sich da so durch die Gegend. Ah, Negala ist schon Geschichte. Weiß nicht, was wir da machen kann. So, jetzt kommen die ganz die Dicken. Halten aber nicht viel aus. Ich sehe sie nicht, wo ist sie denn? Was das? So einfach? Hm. Oh, ich bin 25 geworden mit der Aktion. Schön. Wunderschön. Ja, jetzt habe ich es erobert. Damit habe ich eine weitere mit für den Zauberer. Feuerwand. Mit sogar hier Beamstation. Und hier Schmied und allem. Ja, ich bin ja richtig gehend happy. Ich darf auch hier nochmal hin. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig als. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo. Euren Likes und euren Kommentaren. Und ich nehme euch mit, wenn ihr wollt. Aber vorher überlege ich mir, was ich denn als nächstes mache.